Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Autoscout-Video in der Summe 11 2 Feuchtsturm, Eisturm. Die dritte Managerin im Bunde ist natürlich Celia. Celia bekommt ihr in beiden Editionen, sowohl Feuersturm als auch Eissturm. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr müsst auch nicht so viel wieder tun. Ihr müsst einfach nur das Spiel natürlich durchspielen. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr nämlich ebenfalls nochmals quasi durchspielen. Und zwar reist ihr dazu einfach zu Raymond und dann kommt das Event wieder mit den Robenmännern und aka Dark Emperors. Die müsst ihr quasi nochmals besiegen. Dann dann kommt nämlich ein weiterer Anruf und zwar ist es nämlich dann der Trainer von Frost. Ihr müsst das Ganze nochmal spielen. In Eissturm gerade funktioniert gerade nicht. Ich versuche es euch gerade irgendwie auch noch einzublenden. Also, ne, sobald ihr quasi das Spiel durchgespielt habt, könnt ihr quasi noch einmal gegen die Dark Emperor spielen. Das ist halt das Wichtigste. Damit schaltet ihr nämlich die nächste Fußballtour frei. Dann meldet sich nämlich der gute Herr. Es ist ein bisschen gerade für mich auch ein bisschen doof hier mit den ganzen Zeiten. Ich muss mal gucken, wie ich das euch dann zusammenschneide. So, sobald ihr das alles gemacht habt, müsst ihr halt nur einmal hier die Tour. Und dann müsst ihr einfach S-Ränge holen. Beziehungsweise nur die obere Route in S-Rängen. Also alle, die ihr hier jetzt seht, alle 8 Spieler müsst ihr nämlich in S-Rängen abschließen. Ganz wichtig, hier muss wirklich jeder S-Rang drin sein. Denn in der S-Rang-Truhe ist nämlich der Charakter aufgetaucht, Celia Hills. Und damit können wir sie nun anwerben. Und das Ganze machen wir aber diesmal über den Terminal, um Hillman anzurufen. Natürlich, hier, warum soll es auch anders sein? Und dann muss ich mal selbst schauen, wo sie landet. Weil das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht sagt Hillman mir ja Bescheid. Sollte ja. So, einmal zum Bus. Und dann müsst ihr einen Anruf tätigen natürlich. Dann geht ihr auf Anwerben. Ja. Und gebt den Namen ein. In dem Fall ist es nämlich Celia. Nein, nicht K, sondern Celia. Und dann geht ihr auf OK. Passend Spielersuche. Und dann sollte er auch die Suche beendet haben. Und nun auch Celia Hills gefunden haben. Damit braucht ihr natürlich auch noch ein bisschen TP. Ist ja auch Teamgeist-Punkte. Kostet nur 200, also solltet ihr eigentlich locker drin haben. Sobald ihr die Tour durchgespielt habt, solltet ihr mehr als 200 kriegen. Ich habe gehört, dass Celia beim Fußballplatz am Flussufer ist. Ja gut, eigentlich recht easy. Gut, dann gehen wir zum Fußballplatz. Erstmal aus dem kalten Norden raus. Dann nach Tokio zurück und dann zum Flussufer. Wie es aussieht, ganz einfach zu holen. Es sind nicht viele Voraussetzungen. Also ihr müsst einfach nur gegen Dark Empress noch einmal spielen. Dann in der Tour bis halt nur die S-Ringe holen. Und dann könnt ihr sie auch als Spielerin holen. Jetzt muss ich selbst gerade gucken, wo sie hier steht. Irgendwo steht sie hier. Irgendein Punkt ist es. Das ist für mich gerade auch blind.
da unten ist Kevin. Okay. Aber darum geht's nicht. Wir wollen nämlich Celia holen. Ah, meine Informationen haben mich bereits darüber aufgeklärt, dass ihr mich fragen wollt, ob ich dem Team beitrete, richtig? Yippie! Ich kann schon die Schlagzeilen sehen. Hills, gib den Ton an. Moment, ich habe noch mehr Ideen. Celia Schaffer stellt Sharp in den Schatten. Ja, und damit hat sie sich euch angeschlossen. Richtig easy. Also, oh, das war's. Mehr braucht ihr gar nicht tun. Ich hoffe, es funktioniert alles, wie ich das schneide. Naja, das werdet ihr dann im Endprodukt sehen, wenn ihr das Video angeschaut habt. Falls euch noch irgendwelche Spiele einfallen, die ich anwerben soll, dann lasst es mich wissen. Ab in die Kommentare damit ich mich damit auseinandersetze. Ja, für die nächsten weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich dann beim nächsten Spieler wieder. Also bis dann.